Hey Leute und willkommen zu meinem 56. YouTube-Video. Heute geht es um das hier. Es sind die, warte, ich glaube, es steht hier hinten drauf. Steht hier einfach so ein kleiner Aufkleber. Es sind die Zone Art. 120 Buntstifte, Künstlerbedarf, neu. Natürlich sind sie neu. Warum steht das da? Wir machen sie jetzt erstmal auf. Naja, eigentlich befreien wir sie nur von der Folie, weil mehr Verpackung war da gar nicht. Was ist das? Warum ist das in so einer Tasche? Ist das immer in einer Tasche? Oder habe ich mir nur das geholt, was in einer Tasche ist? Gibt es auch noch andere Sets? Auf jeden Fall habe ich die bei Amazon bestellt. 120 Stifte haben gekostet 28 Euro. Und es ist noch eine sehr abgespacede Tasche dabei. The Space Force. Oh. Oh, sie stinkt. Wonach riecht das? Es riecht einfach nach warmem Plastik. Es riecht so nach Schuhsohle. Es riecht nach Turnhalle. Ja, ich komme der Sache näher. So, wir machen die hübschen, nicht so hübschen. Also ich finde die Tasche echt grauenhaft. Es tut mir leid, aber ich finde die echt nicht hübsch. Ich finde die so hässlich. Pfui, Teufel ist die hässlich. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mit dem Posca-Markern da ein neues Design draufmalen soll. Eigentlich einfach nur schwarz anmalen und das war's. Nein, ich würde mir irgendwas Hübsches überlegen und hier drauf machen. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das sehen möchtet und was hier drauf soll, dann machen wir das. Wir machen die jetzt mal auf. Geht hier einmal rum. Also es ist schon was anderes als immer diese Blechkästen oder irgendwelche Pappkartons. Oh, Emily Sheen, Fantasy Dream. A hand-painted roaming wonderland coloring book. Oh, hier ist ein Malbuch mit drin. Oh, ich habe schon eine Skizze gemacht, aber wir könnten auch hier draus was ausmalen. Wir malen hier draus was aus. Das ist ja zu süß gemacht. Hier, der Hase, das ist wie von Alice im Wunderland. Ich würde sagen, wir malen erstmal was aus dem Malbuch gleich aus. Ich habe zwar schon eine Skizze gehabt, aber wir nehmen das. Ich kann euch auch die Skizze zeigen, so ist es nicht. Ich musste mir jetzt hier so eine Decke drunter legen. Das ist meine Harry Potter Decke, weil sonst ist der Tisch immer die ganze Zeit überbelichtet und hier irgendwie zu dunkel. Ich weiß nicht, woran es liegt, das ist total nervig. Tut mir mega, mega leid, dass ihr jetzt hier dieses Gelbe habt. Aber es ist eine ganz gemütliche, sehr, sehr kuschelige Decke. So, der erste Eindruck von der Tasche ist, da ist irgendwie eine Pappe oder sowas drin, hier drin. Hier ist so ein Netz, wo man noch Radiergummis, Anspitzer und andere Stifte reinmachen kann. Dann klappt man das hier auf und immer beide Seiten sind voll mit Stiften. Hat man hier noch so ein Ding und oh, hier ist ein Dings drin. Hier ist so eine Stifteverlängerung drin. Guckt mal. Das ist aber nett. Das finde ich cool, dass es da mit drin ist. Das finde ich echt nice. Very nice. Okay, ich krieg's nicht wieder rein. Ich lasse es jetzt erstmal. Und jetzt gucken wir uns mal einen Stift aus der Nähe an. Hier steht drauf, Zone Art Colored Pencil, irgendeine Nummer? Ist ein bisschen schwierig, das zu erkennen wegen dem Gold. Das ist immer ein bisschen blöd. Das haben die Polychromos auch und das ist ganz schwierig, mit Gold das immer irgendwie erkennen zu können. Und hier steht eine Farbnummer drauf. Hinten sind die Stifte gedippt. Das ist immer gut. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Die sind komplett schwarz, haben hier noch so eine goldene Linie. Sehen eigentlich gut aus, muss ich sagen. Das Holz ist ein bisschen rötlich. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Woran das liegt, was das für ein Holz ist, stand auch nirgendwo. Die Mine macht einen ziemlich weichen Eindruck. Dass ich das mit dem Nagel schon so weit einkerben kann, ist... Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich habe Angst, dass sie dann beim Anspitzen eher abbrechen. Gerade wenn die dann so eine spitze Mine haben. Guck mal, was ich damit jetzt gemacht habe. Ups. Wisst ihr, was das ist auf der Decke im Hintergrund? Das ist die Karte des Herumtreibers als Kuschelflauschdecke. Ist das nicht cool? Ich würde sagen, wir probieren sie jetzt erstmal aus, gucken, wie sie sich anspitzen lassen, wie farbsatt sie sind und malen damit etwas aus dem Malbuch aus, das hier drin war. Los geht's! Ich bin gerade dabei, mir eine Seite auszusuchen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche. Ich weiß es nicht. Sowas nicht. Das ist mir... Nein. Nein, nein, nein. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man eigentlich nicht. Aber ich bin total süchtig nach Dominosteinen. Kaum sind die in den Geschäften, kaufe ich mir schon so 10 Packungen, damit ich einfach immer welche habe. Die sind so lecker. Und da kommt so voll die Weihnachtsstimmung auf, obwohl wir erst Oktober haben. Mir haben die ersten Seiten, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Ich habe mich jetzt für diese Seite entschieden, weil ich ein Fettsack bin. Und ich finde, das sieht alles extrem lecker aus. Ich verstehe die Perspektiven hier und da nicht, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden das einfach ausmalen und dabei gucken, wie gut diese Buntstifte sind. Ich würde sagen, glaube ich, jetzt auch schon zum dritten Mal, los geht's. Aber vorher, Leute, probieren wir mal schwarz, weiß und gelb aus, um zu gucken, wie die Farben sind, wie hoch sind sie pigmentiert, wie weich sind sie und so weiter und so weiter. Ihr kennt den Drill langsam. Ah ja, ich wollte noch sagen, sie liegen ziemlich leicht in der Hand. Also ich weiß es nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber die sind ziemlich leicht. Wir fangen mal mit dem Schwarz an. Ich mache jetzt zuerst ganz leicht
Okay. Es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Es ist wachsig. Ich drücke jetzt mal Dollar auf. Oh, okay, jetzt. Hier haben sie sich wachsig angefühlt. Und hier fühlen sie sich jetzt ziemlich hart an, wenn ich Dollar aufdrücke und mehr Pigment haben will. Das ist ein bisschen seltsam, das verstehe ich nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Ich probiere jetzt mal das Gelb aus. Ja, jetzt das Gelb fühlt sich auch jetzt wachsig an. Ziemlich hoch pigmentiert, muss ich schon sagen, das Gelb. Ist das, was ist das überhaupt ein Gelb? Ich weiß nicht, da steht nur 005. Und jetzt drücke ich mal ganz doll auf. Nee, es verhält sich nicht wieder schwarz. Hier fühlt es sich jetzt immer noch wachsig an. Es fühlt sich an wie etwas zwischen Öl und Wachs. Also es ist weder so hart wie Öl, noch so weich wie Wachs. Es ist eigentlich ganz okay. Also das Weiß probiere ich jetzt mal auf einem schwarzen Blatt Papier aus. Immer wenn ich euch so etwas zeige, fühle ich mich wie so eine Beauty-YouTuberin, die dann sagt, und das ist mein Pinsel mit der Nummer 508. Den klickt ihr bei, keine Ahnung, Douglas. Okay, Spaß beiseite, wir gucken jetzt, wie weiß dieses Weiß ist. Jo, es ist nicht so weiß. Es hätte noch weißer sein können, aber die Stifte sind ziemlich günstig. Also habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich da so ein Tippex-Weiß habe. Es ist okay, es ist okay. Es ist vielleicht zum Verblenden okay. Oh, die krümeln ganz schön doll, ne? Die krümeln ganz schön doll hin und her hier. Wir gucken jetzt einfach mal, welche wir nehmen. Wir brauchen ein paar Brauntöne für die Waffles. Fang einfach mit den Waffeln an. Ich fange einfach mal mit den Waffeln an. Oh Gott, die kommen da echt schwierig raus. Die hier... Ich werde die nicht alle wieder reintun, das werde ich nicht machen. Ich finde, die Töne sehen sich alle zu ähnlich. Zu ähnlich. Viel zu ähnlich. Was ist denn hier der Unterschied? Hä? Was ist denn hier der Unterschied? Okay, naja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir fangen mal mit diesem hellen Ton an. Machen wir mal direkt einen Anspitztest. Oh, und ich habe schon gesehen, die Mine ist schon ein bisschen abgeknackst, aber das ist nicht so schlimm. Der Anspitzer macht auch, dass die Mine nicht ganz so lang ist. Das ging jetzt sehr gut, nichts ist abgebröselt, alles in Ordnung. Wir grundieren das jetzt mal. Das heißt, wir tragen erstmal so eine Schicht auf, die ganz, ganz unten liegt und bauen dann auf der Schicht auf. Erster Eindruck jetzt beim Zeichnen. Es ist okay, es ist weich, es lässt sich gut damit malen. Nichts ist strichig. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn man sie verblenden muss, wenn man sie übereinander legen muss, weil ich glaube, da werden sie scheitern, weil die Schicht irgendwie sich jetzt schon ziemlich dick anfühlt. Aber das kann natürlich auch am Papier liegen. Wir haben hier so ein 0815 Malbuchpapier. Nicht übermalen, Leute. Das lernt man schon ganz früh, dass man nicht übermalen soll. Ich mag einfach den Geruch nicht, ne? Ich habe die ganze Zeit hier überall diesen Plastikgeruch und das steigt mir langsam echt in die Birne. Birne. Spitzen den jetzt auch mal an. Das ist immer das Nervige an neuen Stiften. Man muss halt jeden Stift echt einmal anspitzen. Gerade die, bei denen die Mine oben so abgekantet ist. Die sind alle abgebrochen. Hier ist die Mine so eckig und das muss man nicht haben. Hier sieht man es noch doller. Da hat man halt diese Ecke oben. Und mit denen lässt sich immer nicht so angenehm malen, finde ich. Welche Farbe hatte ich denn da jetzt überhaupt? Die sehen alle gleich aus. Hatte ich das hier? Ja. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Die fühlen sich komisch an. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Die sind hart und weich. Geht das überhaupt? Die sind so... Die können sich irgendwie nicht so recht entscheiden, was sie sein wollen. Ölmine oder Wachsmine. Und die so... Die sind beides. Aber irgendwie nicht auf eine gute Art. Eher auf so eine seltsame Art. Wir warten ab. Wir warten ab. Ich male das jetzt erstmal so ein bisschen aus und dann gucken wir mal. Leute, es ist 0:50 Uhr und ich bin so weit gekommen.
Also ich muss sagen, es fiel mir ziemlich schwer, in den Schatten ganz, ganz tiefe Schatten zu erzeugen. Bei euch in der Kamera sieht es noch ein bisschen besser aus. Bei mir ist das Ganze ziemlich blass, finde ich. Diese ganzen schwarzen Linien, die man jetzt im Malbuch hat, sind natürlich auch ein bisschen blöd. Normalerweise radiert man die Linien weg und dann hat man ein etwas realistischeres Ergebnis, als jetzt, wenn man die ganze Zeit diese ganzen schwarzen, harten Linien sieht. Das Problem war auch, dass die Farben nicht hoch genug pigmentiert waren. Deswegen hat man auch diese Blässe, von der ich eben schon gesprochen habe. Sie geben also nicht genug Farbe ab. Der Abrieb ist ganz okay. Die sind ziemlich weich. Man kann ziemlich weich damit malen und das macht auch Spaß. Das Einzige, was mich jetzt gestört hat, war, dass ich keine Farben übereinander legen konnte. Ich konnte kaum Schichten. Nach ein, zwei Schichten haben die Stifte schon gesagt, nee, jetzt ist Stopp, jetzt möchten wir nicht mehr. Und das ist ziemlich anstrengend, gerade wenn man so wie ich daran gewöhnt ist, ziemlich viel Farbe übereinander zu legen, um das Ergebnis zu bekommen, das ich möchte. Zum Beispiel hier bei der Kirsche wurde es irgendwann ziemlich schwer, hier in dieses ganz dunkelrote zu kommen. Es sieht nicht ganz so aus, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich hätte gerne so ein von schwarz nach dunkelrot in hellrot zum weiß. Hier, sowas hätte ich gern gehabt. Das funktioniert nicht so richtig. Es hat mich auch ziemlich gestört, dass das Ende hier nicht die Farbe von dem hier hat. Also wenn ich mir eine Farbe allein nach dem Ende des Stiftes aussuchen würde, dann stimmt es nicht. Dann muss man alle Farben erstmal einmal swatchen und gucken, ob die in das Bild passen. Und das finde ich ein bisschen anstrengend. Ich suche mir lieber die Farben danach aus, wie sie aussehen hier hinten. Das fand ich auch ein bisschen nervig. Dasselbe Problem hat man bei den Artesa-Stiften. Mein Fazit zu denen ist jetzt, dass sie ziemlich günstig sind. Für den Preis kriegt man ziemlich viele Stifte. Es gibt aber bessere. Ihr könnt euch zum Beispiel die Castle Art Stifte angucken. Die sind etwas besser von der Pigmentierung, vom Farbauftrag und auch von der Sättigung her. Ihr könnt euch die Goldfarber Stifte angucken. Auch da ist alles besser als bei denen jetzt. Sie sind okay. Sie sind jetzt für so eine Malbuchgeschichten sind sie in Ordnung, aber für hohe Farbsättigungen, für hohe Lichtbeständigkeit ist das Ganze ein bisschen zu lasch. Bisschen zu meh. Eine Schulnote wäre jetzt hier eine 4? Es wäre eine 4? Ich denke, es wäre eine 4. Eine 4, ja. Es wäre eine 4. Es ist ausreichend. Ich zeige euch jetzt nochmal die Skizze, die ich eigentlich vorhatte, damit auszumalen. Das war die hier. Es ist so eine Orange gewesen. Das wäre jetzt im Nachhinein betrachtet die reinste Katastrophe gewesen. Ich bin froh, dass hier ein Malbuch mit dabei war. Ich will mir nicht ausmalen, wie schwierig es gewesen wäre, das Ding damit auszumalen, weil hier ziemlich viele verschiedene Schichten aufeinander hätten gelegt werden müssen. Hiermit war es noch ein bisschen okay. Okay, Leute, das war's. Das war mein Review zu den, wie heißen sie nochmal? Zone Art Stiften. Zone Art. Vielen lieben Dank, dass ihr so lange zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.